Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute geht es um meine Asia. Diese habe ich mir, wie man sieht, relativ wild gestaltet. Es ist nicht so, dass ich keine Lust hatte, die nochmal neu zu lackieren. Ich habe sie natürlich so gelassen, also was heißt natürlich, aber ich finde die halt so irgendwie heiß. Naja, hier habe ich noch Reste übergelassen vom Lack. Unten habe ich mittlerweile abgeschliffen, weitgehend. So bisschen partiell habe ich noch mal ein bisschen Farbe dran gelassen. Sieht irgendwie destroyed, also irgendwie so ein bisschen, ich möchte das Wort mit F nicht sagen, uckt. Naja, gut. Was habe ich an dieser Gitarre komplett verändert? Eigentlich von der Bauart her natürlich nichts. Ich habe sie noch mal weitgehend eingestellt, den Hals ein bisschen angepasst. Das sieht man hier unten auch so ein bisschen, wo man tatsächlich meine Visitenkarte so ein bisschen sieht. Der Abstand zwischen Hals und Aussparung für den Hals. Schwierig, schwierig, schwierig. Da sollen irgendwie demnächst noch Shims rein oder wie die Dinger heißen. Oder ich muss mir da irgendwie selber kleine Holzplatten herstellen, die ich da irgendwie als Lückenfüller sozusagen reintue. Das ist der einzige Haken, was mich wirklich stört an dieser Gitarre. Ansonsten, naja gut, ich rutsche mal links. Das komplette Projekt möchte ich gerne nochmal so ein bisschen in Fotos hier neben mir einblenden. Ich habe also diese Gitarre in die Hand genommen, gebraucht hier gekauft für 40 Euro mit Koffer. Sehr schlechter Zustand, wirklich sehr, sehr schlechter Zustand. Die Gitarre hat nach Katzenurin gestunken und beim Sauermachen ist der Katzenurin da auch rausgelaufen. Also diese Gitarre hat was mitgemacht, anders kann man das nicht mehr sagen. Naja, wie dem auch sei, ich habe angefangen, die ganze Gitarre abzuschleifen, um auch erstmal überhaupt herauszufinden, was das für eine Arbeit ist. Also, wenn ihr keine Maschinen habt und eine Gitarre abschleifen wollt, lasst es sein. Also, wenn dann das höchste aller Gefühle, so eine Schleifmaus, die kostet 40 Euro, die kann man natürlich für Gitarren abschleifen nehmen, per Hand, das ist nicht so schön. Das macht keinen Spaß. Also, insgesamt habe ich hier, glaube ich, 20 Stunden dran rumgeschliffen. Der Hals ist in der Hinsicht mega geil geworden, der ist so butterweich und diesen Hals, so wie dieser Hals jetzt gerade ist, so habe ich den noch nie in der Form angefasst. Also das ist so ein bisschen das Highlight von der Gitarre, dieser Hals fasst sich einfach nur geil an. Naja gut, dann weiter, natürlich durch den Katzenurin war die ganze Elektronik natürlich hinüber und die Bridge und alles was dazugehört, wollte ich natürlich nicht behalten. Ja, nach dem Abschleifen war der Geruch dann so weitgehend weg. Versehentlich auch, müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr so ein Projekt habt. Achtet darauf, Einschlaghülsen, genau, dass man die vorsichtig rauszieht. Weil ich habe tatsächlich es geschafft, dass ich hier so zwei Holzstücke mit rausgerissen habe. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe sie dann im Anschluss mit zwei Komponentenkleber wieder eingeklebt, weil ich ein Spiel hatte von 2/10 ungefähr auf jeder Seite. Das ist bei Einschlaghülsen ist das blöd, wenn die halten soll. Deswegen zwei Komponentenkleber rein, über Nacht trocknen lassen. Das Ding zieht ja kein Mensch mehr raus. Hat den Haken, ich kann das Zeug auch nicht mehr wechseln. Ist ein Gewinde. Ne? Also die Knöpfe passen sowieso immer rein. Das sind M8-Gewinde, glaube ich. Passt wunderbärchen. Die Brücke selber, die ist zu hoch tatsächlich. Da müsste ich den Hals noch ein Stückchen weiter nach oben setzen. Dann habe ich allerdings hier wieder diese Lücke drin. Das ist blöd. Nicht so schlimm, aber passt schon. Ich komme immerhin auf, weiß ich nicht, 1,8 mm, fast 2 mm, je nachdem halt, wie sich das Holz gerade zieht. Von der Seitenlage her. Also hier, da. Geht, kann man machen. Könnte ein bisschen tiefer sein, es könnte immer tiefer sein. Die tiefe Seitenlage, ich glaube, jeder Gitarrist sagt dasselbe. Die Seitenlage kann immer tiefer sein. Und so ist es schon ganz okay. Für eine E-Gitarre super. Ja, gut, Schalter reingesetzt, gelötet etc. pp. Die Leitungen alle verlegt im Anschluss. Die Tonabnehmer, ja gut, das sind die von Epiphone. Die habe ich aus einer Les Paul Studio LT, Billig-Gitarre, Mistdreck.
Sind aber schöne Tonabnehmer in meinen Ohren. Ein bisschen dumpf. Ich glaube 5K Alnico 5 Wicklung, wenn ich mich richtig. Also Alnico 5 ist der Magnet, die Wicklung 5K oder irgendwie sowas in der Richtung. Also schon ausreichend für Rock, alles Mögliche. Da waren mir die 10K-Dinger doch von Roswell doch einen Tacken zu laut und ein bisschen zu biestig, will ich mal sagen. Ganz normal Harley-Benton-Elektronik eingebaut. Ist eine schöne Sache mit den Harley-Benton-Sachen. Die sind günstig und gut. Ich habe in der Les Paul zum Vergleich habe ich Amazon-Elektronik drin, beziehungsweise Potentiometer. Und naja, ich merke da jetzt keinen qualitativen Unterschied, muss ich sagen. Natürlich, die von Amazon, die sind ein bisschen griffiger. Man merkt auch, ah ja, da sitzt was drin, da sitzt Qualität drin. Aber von dem Funktionsumfang her kann ich sagen, Harley-Benton und die normalen. Im Grunde ist es ja einfach nur ein Stück Metall, was aufeinander reiben soll, um den Kontakt herzustellen. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Die Billigen tun das natürlich auch. Deswegen, also ich gebe kein großes Geld mehr für Potentiometer aus. Weil die Billigen für 2,80 von Harley-Benton, die tun es einfach. Weiß nicht, passt schon. Wichtiger finde ich tatsächlich die Widerstände, die man dort einbaut. Da habe ich jetzt in der Les Paul habe ich Papierwiderstände drin. Oder Cups. Cups sind ja keine Widerstände in dem Sinne. Naja, die sind schon mal eine ganze Ecke besser. Also die fliegen wahrscheinlich raus. Das sind 70 Cent Dinger von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Gueldü oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auch hier Harley-Benton Parts sind Bridge. Ich kann wieder rüberrutschen. Bridge und Stoptail, beides von Harley-Benton. Erfüllt seinen Zweck, klingelt nicht, tut nichts. Passt alles Wunderbärchen. Für so ein Bastelprojekt, wenn man sowieso nicht viel Kohle hat, reichen die Harley-Benton-Parts tatsächlich. Ja, Knöpfe, schwarze Knöpfe von Harley-Benton, alles von Harley-Benton, fürchterlich. Jetzt kommt der Witz des Tages. Ich halte ihn mal so ein bisschen. Das hier, das sind Stimmwirbel. Ich wollte das einfach nur mal ausprobieren. Das sind Stimmwirbel von Amazon. Für sage und schreibe 6,59 €. Ich denke, das kann nichts sein. Und hey, Überraschung, es ist auch nichts. Ich hätte da tatsächlich Cluson einsetzen sollen für 23 €. Das sind die billigsten und besten, die ich kenne, muss ich sagen. Hier habe ich jetzt schon eine 2 Gitarren verbaut. Tolle Geschichte, wirklich tolle Geschichte. Die für 6,59 € von Amazon aus irgendwelchen fernöstlichen Ländern. Lass die Finger davon, bitte. Hier die B-Seite, die lässt sich so unfassbar schwer drehen. Das ist unglaublich. Hält aber die Stimmung, das muss ich dazu sagen. Die hält die Stimmung. Was anderes sollen Stimmwirbel ja eigentlich auch gar nicht machen, oder? Stimmung halten. Den Sattel habe ich noch getauscht bei der Gitarre. Da war wahrscheinlich irgend so ein Plastikgedöns mit dran. Das ist jetzt ein Graftec-Sattel. Geiles Zeug, wirklich sehr, sehr gute Sattel. Also natürlich müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr selber bei eurer Gitarre den Sattel tauscht. Achtet darauf, dass das ist wirklich alles, ja, wie soll ich sagen, ihr müsst es vernünftig machen. Das ist natürlich klar. Ich habe hier mit Bleistift, mit Bleistiftholz habe ich quasi unterfüttert, damit ich wieder so einen halben Millimeter wieder nach oben komme, damit das halt hier auch alles vernünftig passt. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, rechts muss ich immer noch so 2/10 oder 1/10 runter. Das ist wirklich im Sackhaaresbreitenbereich. Und das ist, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr tatsächlich mal einen Sattel wechseln wollt. Ansonsten, der Rest, ja gut, der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Ne? Wenn man die Rahmen tauscht zum Beispiel, natürlich auch darauf achten, dass die Magnetknöpfe, hätte ich beinahe gesagt, dass die wirklich unter der Seite lang gehen. Ne? Sonst macht das alles keinen Sinn. Hier bei dem hier sehe ich nämlich gerade, dass der so ein bisschen zu weit links ist. Das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Also man kann damit trotzdem auch weiterspielen. Das ist halt ein bisschen, naja, gut, die Asia, das ist selber eine Billiggitarre gewesen. Ich meine, die wurde sogar in Spanien gebaut. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich, bei meinen Recherchen habe ich halt festgestellt, Asia ist eine Marke für 250 € in etwa. Und da kann man natürlich auch Hölzer und die ganze Bauart, da kann man auch nicht wirklich viel verlangen in dem Sinne.
Tja, das zur Vorstellung von meinem wilden Bastelprojekt. Habt ihr irgendwas vergessen? Habt ihr Fragen? Ihr schreibt alles in die Kommentare, was ihr an Fragen habt. Ich weiß es nicht. Werde so schnell wie möglich alles beantworten. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, Flamerei, Haterei, Trollerei, tut, was ihr nicht lassen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Naja, das soweit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, hört meine Musik. Link in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.